Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und heute geht es nicht um Stromspeicher und Photovoltaik, auch nicht um Elektromobilität, sondern wieder um Do-it-yourself Badezimmersanierung. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Unterputzspülkasten von Geberit installieren kannst. Ich gebe dir da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, worauf zu achten ist. Wenn dich andere Videos, zum Beispiel wie löte ich Wasserleitungen, wie kann ich einen Bodenaufbau mit Fliesen für das Badezimmer auf einer Holzbalkendecke machen, interessieren oder andere Videos, die jetzt noch folgen, abdichten von Badezimmer etc., dann schau dich gerne auf meinem Kanal um, lass mir ein Abo hier, da freue ich mich und einen Daumen, wenn dir das Video geholfen hat, denn ich habe hier wirklich eine ganze Reihe erstellt, wie du das Badezimmer sanieren kannst. Ich hoffe, das hilft dir. Bei Fragen schreib mir in die Kommentare, ich antworte zeitnah und Rückmeldung finde ich auch immer toll, das motiviert mich auch hier weiterzumachen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Video. Wir haben uns hier für das Geberit Duo Fix System entschieden und dieser Unterspülkasten kommt jetzt halt hier in unsere Ecke. Der ist extra ein bisschen flacher gehalten, damit er hier unter die Dachschräge passt. Und ich werde euch jetzt hier mal zeigen, wie wir den installieren. Eine Sache vorweg schon mal, ich musste hier eine Verlängerung der Gewindestange von Geberit dazu bestellen, weil der Abstand zur Wand relativ hoch ist. Denn wir werden hier diese komplette Ecke zumachen, sodass das hier verschwindet und bis hierhin sich ein Fliesenspiegel hochzieht. Den werden wir wohl auch bis oben hin hochziehen. Vielleicht machen wir hier eine Kante rein. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, wir zaubern hier eine Konstruktion hoch, wo dann vielleicht sogar noch Fächer drin sind, in die man ein Duschgel reinstellen kann oder so. Mal gucken. Das ist noch nicht entschieden. Ja, jetzt erstmal zu dem Geberit Unterspülkasten. Ich habe hier schon die Gewindestangen verbunden und in diese Halterung hier reingeschraubt, sodass die dann hier am Ende an der Wand fixiert werden kann. Da kann man sich dann aussuchen, wie man das will. Ich glaube, wir werden das hier am Ende so hoch machen, um möglichst da weg von der Wasserleitung zu sein. Diese Haken für die Wand heißen übrigens hier die 111 815 001, das ist das Geberit-Set zum an die Wand schrauben. Und dazu brauchte ich dann noch diese Verlängerung, die ich gerade schon gezeigt habe, um hier diesen größeren Abstand zu überbrücken. Wie gerade schon gesagt, ist das hier das flache Modell, also der mit 82 cm Höhe, nicht der Omega 12 mit 98, sondern der mit 82 cm Höhe. Hier sind die Maße aufgeführt. Kann man also noch mal genau gucken, wo wie was installiert werden soll. Und ja, ich lege jetzt mal los. Als nächstes werde ich dann jetzt hier die Halterung anbohren. Das heißt, ich werde hier die Dübel versenken und dann die mitgelieferten Schrauben nutzen. Die sind hier auch in der Packung mit drin. Und bei mir kann ich das hier auch hochkant machen. Wenn man das allerdings in einem Badezimmer machen möchte, wo der Kasten dann nicht hier hinter so einer Dachschrägen verschwindet, sondern frei im Raum ist oder eine Ablagefläche werden soll, dann sollte man da versuchen, das nach Möglichkeit nicht so hochkant zu machen, weil man das ja sonst nachher als Kante als Problem hat, sondern das sollte man versuchen, möglichst nach unten zu montieren. Ist in meinem Fall jetzt hier ein bisschen doof. Ich werde das hier oben machen, das stört nämlich auch überhaupt nicht, weil ich das eh verschwinden lassen werde hinter der Wand. Und hier in der Ecke bei der Wandscheibe mache ich das so leicht nach oben. Da weiß der Kasten nachher nichts von. Und unten werde ich das auch anzeichnen und dann fixieren. Wichtig ist, dass ihr unbedingt darauf achtet, dass hier das Ganze in Waage ist. Das ist bei mir jetzt noch nicht der Fall, aber ich will es nur zeigen. Ja. Das muss hier so in Waage sein und natürlich auch in der anderen Richtung. Und ihr seht, ich muss hier nochmal nachjustieren. Das macht ihr, indem ihr hier unten die Schrauben löst und dann am besten draufstellen, so wird das auch in der Anleitung gezeigt übrigens, da draufstellen und dann den Kasten einfach ein bisschen nach oben ziehen auf der Seite, wo es notwendig ist. Jetzt in dem Fall hier rechts müsste ich weiter hoch, damit die ganze Montage hier dann auch in Waage stattfindet. Das ist noch ein ganz schönes Stück, was ich hier ausgleichen muss.
um den Gibberit-Spülkasten hier festzumachen, habe ich diese Verlängerung ja geholt und die sind jetzt aber doch ein bisschen zu lang, sodass am Ende hier die Schraube noch ein bisschen rausguckt. Dementsprechend muss ich das Gewinde hier noch ein bisschen kürzen. Das mache ich jetzt gleich, ungefähr so ein Stück mit einer guten Eisensäge kürze ich das Gewinde, sodass ich das dann hier nachher auch nah genug an die Wand rankriege. Das gleiche dann da hinten gleich auch nochmal in der Ecke. Um letztlich das Wasserrohr zu installieren, müsst ihr gucken, wie hoch ihr da raus wollt. In der Anleitung steht 22 cm von Bodenhöhe soll in der Mitte dann das Rohr sein. Kommt hier jetzt vielleicht sogar in etwa hin. Das Coole ist, Gebrit hat sich hier auch ganz gut was ausgedacht. Diese Rohraufnahme wird hier einfach rein geklickt, also erst hier vorne rein und dann runtergedrückt. Super easy zu machen. Und dann könnt ihr das mit dem Rohr nämlich relativ schnell testen, wo ihr da die richtige Höhe habt und das dann ermitteln und einstellen, wie ihr das braucht. Wenn ihr euch dann entschieden habt, jo, das ist es, dann kommt hier noch am Ende der Bügel drüber, der hier auch einfach rüber geklippt wird und dann ist das fest. Mache ich jetzt aber in dem Fall noch nicht. Hier bereite ich jetzt gerade die Abflussrohre für den Gibberit Unterputzspülkasten hier vor. Und ich muss hier einmal um die Ecke von hinten rum, um das hier anschließen zu können mit dem Stück hier von Gibberit. Das werde ich kürzen müssen. Und dann werde ich hier schräg reingehen, um die Kurve hier rum, einmal lang und dann im Boden verschwinden. Das Gefälle wird hier ungefähr 1% sein, das reicht auch. Das Entlüftungsrohr hier nach oben hin schließe ich dann hier oben an. Und dann ist das hier schon fertig und kann dann alles befestigt werden und dann auch im nächsten Schritt verkleidet und versteckt werden. Um die Rohre zusammenzustecken, was sonst eigentlich nicht so leicht ist, da gibt es so spezielles Gleitgel, ich habe das jetzt von Konel und das ist Gleitmittel, um Steckverbindungen hier leicht zusammenzukriegen. Ich mache das immer sowohl auf die Dichtung drauf, mit dem Finger mal ein bisschen, als auch dann hier auf die Anschlussstelle schön und dann kriege ich die auch gut zusammengesteckt. Sonst quält man sich da nur und dann kann es sein, dass die Dichtungen auch zerstört werden. Das muss nicht sein. Die Rohre sind mittlerweile alle angeschlossen. Und wir haben hier ein Gefälle drin. Das zeige ich noch mal kurz. Das sollte also abfließen. Und das testen wir jetzt mal hier mit einer Gießkanne, ob das klappt. Klingt erstmal wunderbar. So, Hauptsache hier tropft es nirgendwo. Aber das würde mich sehr wundern. Da war ja schon mehr Dichtungen drin. Ich teste das trotzdem einmal. Oh, ist alles wunderbar. Das läuft. Also dieses Ventil wird mit Schraubkappe hier nach innen montiert, von außen allerdings hier reingesteckt. Das heißt, hier ist die Öffnung hier links, das wird hier so reingesteckt, das passt auch wunderbar. Dann hier von innen, sieht man schlecht, aber von innen verschraubt mit diesem Ring. Und dann am Ende kommt hier das Ventil drauf, hier ist auch eine Gummidichtung mit drin. Aber das wird reingeschraubt und bei mir ist jetzt folgende Problematik. Ich habe hier die Wandscheibe montiert, die ist momentan noch mit einem anderen Ventil verschlossen. Ich werde das Wasser also abstellen und dann muss ich hier diese Distanz überbrücken. Das sind ein paar Zentimeter und das mache ich in meinem Fall mit so einem flexiblen Schlauch. Aus dem Baumarkt habe ich mir den geholt.
Und diese Szene habe ich drin gelassen, weil ich das wirklich fast verbaut habe. Zum Glück ist an dem Tag noch ein Kumpel vorbeigekommen und hat gesagt, Nils, das kannst du so nicht machen. Das ist nicht fachgerecht. Und ich habe es wieder abgebaut und das Ganze dann doch auch verlötet. Das seht ihr jetzt gleich hier. Und zwar, weil es wirklich nicht fachmännisch wäre, da jetzt diesen Schlauch einzubauen. Der wird nach ein paar Jahren undicht und dann habt ihr hinter der Wand eine Undichtigkeit, die keine Versicherung der Welt bezahlen würde. Wenn man jetzt hier mal zur Einstellung ran möchte, um zum Beispiel die Menge des Spülbehälters zu regulieren, das kann man einstellen zwischen 4,5 und 7,5 Litern. Und wenn man das machen möchte, dann muss man hier einmal erstmal diese Schraube lösen. Die wird abgedreht. Kommt man hier auch ganz gut dran. Ich jedenfalls mit meinen Händen. So, und wenn ich jetzt hier das abgeschraubt habe, dann muss ich diese Halterung hier aufmachen, also ausziehen. Das mit einer Hand nicht so leicht geht. Und dann kann ich diese Einheit hier rausnehmen, diesen Schwimmer, und den, wenn er mal defekt ist, entweder reparieren, austauschen oder halt jetzt die Einstellung vornehmen, um die Wassermenge zu regulieren. Und das lässt sich machen, indem man hier mal misst, wie viel Millimeter hier sind. Und das ist jetzt aktuell auf knapp 6. Bei 6 Millimetern ist die Spülmenge hier 6 Liter bzw. 7,5. Das ist ein bisschen typabhängig. Und wenn ich an dieser Schraube hier drehe, an dieser hier oben, dann kann ich das Element hier verstellen. Und wenn ich diesen Abstand verringere, es wird gemessen bis zu der Unterkante, dann habe ich eine verringerte Spülmenge. Also bei 50 Millimetern zum Beispiel wären das dann nur noch in diesem Fall 4,5 Liter Spülmenge. Mir gefällt das jetzt so erstmal. Wasser sparen, ja, ist gut, aber soll ja nachher auch abfließen. Deswegen werde ich es erstmal testen, wie es jetzt eingestellt ist. Und das kann man hier wieder einbauen. Wichtig hier dann auch wieder das einzurasten. Zeige ich euch jetzt nochmal. Vorsichtig durch die Montageöffnung oder durch die Spülplattenöffnung eigentlich hier rein. Und dann wird diese Schelle über diese Fuge hier draufgeklickt. Ich versuche das mal zu zeigen. Dazwischen und dann reindrücken. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen, aber so muss es nachher drin sein. Und dann wird der Schlauch wieder angeschlossen und jetzt da unten drin. Hier auf die Dichtung aufpassen. Der Schlauch kommt hier rein. Bis das Gewinde abgebaut. Das wird dann wieder angeschraubt, handfest reicht auch an der Stelle hier und gut ist. Wenn dann hier alles soweit schick angeschlossen ist, dann müsst ihr hier darauf achten, dass die beiden Ösen hier nach vorne zeigen, sodass dann dieses Element für die Drückerplatte hier vernünftig auch einhaken kann. Und es ist eigentlich relativ easy. Ihr müsst daher darauf achten, dass die hier hinten rechts und links in die Halterung kommen und gleichzeitig in diese gerade genannten Ösen. Und dann hakt das hier ganz einfach ein. Das war's schon. Und dann sieht man, funktioniert auch. Einmal für groß, einmal für klein. Also Geschäft oder Wassermenge, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Und auch der Ausbau ist wieder recht einfach, wenn man dann doch nochmal was vergessen hat und wieder ran muss. Einfach hochheben, rausziehen, fertig. So, ich drehe mal Wasser auf. Und wenn das so klingt, klingt es gut. Scheint alles dicht zu sein. Das prüfe ich jetzt nochmal. Was jetzt hier die Beplankung des Geberit-Unterspülkastens angeht, da
machen sich manche die Sorge, dass wenn die hier nachher die Platten vorgeschraubt werden, dass die eventuell durch den Aufdruckpunkt der Keramikschüssel auf Dauer kaputt gehen könnten. Das ist unter Umständen tatsächlich ein Problem, wenn die Keramik hier unten weiter drückt. Das heißt, wenn dahinter kein Stahl ist oder wenn es hier in dem Zwischenraum ist, also wenn die Keramik kürzer als 17 cm ist, so steht es auch in der Anleitung, dann werden hier noch unterstützend Elemente reingeschraubt. Und in unserem Fall, wir bauen hier eine Keramik ein, die ist mit ihrem Druckpunkt 10 cm unterhalb des Mittelpunkts des Abflussrohrs, also genau auf dem Rahmen. Und dementsprechend ist diese Platte auch direkt hinterfüttert. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da brauchen wir weder Doppelplanken, also eine einfache Planke reicht hier, noch irgendwie hintermauern oder so. Das wird sonst auch manchmal gemacht, dass man hier noch ein paar Steine hintermauert. Brauchen wir nicht machen. Ich werde jetzt die weitere Vormontage hier machen. Das heißt, die Gewindestangen werden hier reingeschraubt. Das mache ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Dann kommt hier die Kappe für die Installation auf den Abflussschacht und die andere Kappe zur Installation hier auf den Wasserausfluss. Und da wird dann nachher Maß genommen von diesen Verschraubschlüssen und die Stangen werden noch ebenfalls geschützt, sodass dann nachher hier die Montage der Fermacell-Platte stattfinden kann. Und was diese Gewindestangen angeht, erstens haben die hier vorne so eine Möglichkeit mit einem Schraubendreher anzupacken und die Leiter reinzudrehen. Und zweitens müsst ihr hier aufpassen, welches von den beiden Löchern nehmt ihr denn. Das heißt, einmal bei der Keramik, die hier dran kommen soll, bitte messen hinten dran, was ist der Lochabstand. In meinem Fall sind das 18 cm. Und dementsprechend gehe ich hier auch her und nutze dann die beiden innen liegenden Löcher mit einem Lochabstand von 18 cm. Ansonsten ärgert ihr euch nämlich nachher richtig, wenn ihr die Fermacell-Platte oder Rigipsplatte hier vorgeschraubt habt und dann die Keramik anbringen wollt und merkt, oh nee, passt nicht, dann müsst ihr hier nochmal drin rumbohren und diese Gewinde hier suchen. Bitte also vorher da messen, welchen Lochabstand ihr braucht. An dieser Stelle möchte ich nochmal zum Sandblock sagen, wenn ihr den verkleidet, dann müsst ihr erstens darauf achten, dass ihr Schrauben nehmt, die hier fürs Stahl auch geeignet sind, für dieses Stahlprofil. Da gibt es extra Gipskartonschrauben, wenn ihr mit Gipskarton arbeitet, entweder mit Rigips oder Fermacell, die hierfür direkt geeignet sind. Ich habe jetzt welche von Spax gekauft und wo habe ich sie stehen? Gut versteckt. Ne, da. Ich nehme hier die für Steel. Das ist ja auch gekennzeichnet. Und das sind die Typ D. Da müsst ihr darauf achten, weil die haben einen anderen Kopf. Die sind also für Stahlprofile geeignet. Die schneiden dann da selbstständig rein bis zu einer Dicke von 3 mm Stahlprofil. Das ist hierfür genau richtig. Worauf müsst ihr hier achten? Ich habe hier unten schon mal die Aussparung gemacht fürs Rohr. Und jetzt sind ja hier diverse Anschlüsse. Da muss man also ein bisschen gucken, dass man sich die genau ausmisst und dann auf die Platte überträgt, um hier die Aussparung zu machen für die ganzen Rohre. Und dann auch den Rahmen am besten ausmisst und auf die Vorderseite überträgt, damit ihr nachher wisst, wo ihr schrauben müsst. Sonst bohrt ihr da unter Umständen kreuz und quer durch oder verletzt hier nachher noch den Spülkasten schlimmstenfalls. Das will man ja vermeiden. Und ich zeige euch das jetzt einmal kurz, wie ich das hier mache. Ich halte das hier ran und zeichne mir mit einem Bleistift hier hinten einfach erstmal schon mal grob, ganz grob, an, wo meine Anschlüsse sind. Da muss ich gleich nochmal nachmessen, aber da weiß ich ja schon mal so ein bisschen grob. Und ich werde das jetzt gleich nochmal ermitteln von der Plattenhöhe hier und dann das übertragen, wo ist der Durchmesser von unten, da messe ich dann von unten vom Boden, wo ist das die Mitte dieses Durchmessers, das übertrage ich dann auf die Platte nachher, da messe ich auch von unten. Und jetzt weiß ich wenigstens schon mal so von links und rechts, wo hier in etwa die ganzen Anschlüsse liegen. Und auch das Gleiche nachher, dann messe ich hier von der Kante
nach innen, wo ist hier die Mitte des Profils. Das übertrage ich dann auch von meinem Plattenmaß und zeichne mir hier eine Linie runter, sodass ich auch weiß, wo ich hier nachher schrauben kann. Das gleiche mache ich hier. Da messe ich von außen, von der Wand nach innen, wo ist die Mitte des Profils, übertrage das dann auf die Platte. Und wie das immer so ist, viele Wege führen nach Rom. Ich mache es doch ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier diese zwei Stangen, also die Stangen, wo nachher die Toilette drin befestigt wird und festgeschraubt wird, die habe ich einfach markiert jetzt hier. Da bohre ich jetzt schnell durch. Das geht, glaube ich, am schnellsten mit einem dicken Mehrzweckbohrer. Und dann kann ich die ganze Platte näher ranstecken und hier direkt dann die Öffnung für den Spülkasten und für den Abfluss direkt abzeichnen, sodass ich hier viel besser das übertragen kann. Dann brauche ich nicht so viel messen. Da habe ich mich jetzt entschieden, das so zu machen. Und dann messe ich nachher halt hier, wenn die Platte dran ist, nochmal schnell die Profile und übertrage das. Also es schien mir jetzt hier der schnellere und einfachere Weg. Hier seht ihr jetzt die Anzeichnung, die ich gemacht habe. Da gehe ich jetzt schnell mit dem Bohrer rein, aber mit der Stichsäge minimal drumherum. So einen dicken Bohrer habe ich nämlich dann doch nicht. Und dann sind die beiden aber schon fertig. Dann lege ich die Platte oben nochmal dran. Fertig. So, wollen wir mal sehen, dass das auch passt hier, was ich da ausgemessen habe. Hier rechts sieht es super aus. Da noch nicht. Da bin ich ein bisschen verrutscht anscheinend. Nö, geht auch. So, und jetzt kann ich das gleich viel besser anzeichnen. Das muss ich jetzt noch ein bisschen besser draufdrücken mit zwei Händen. Mit einer lässt sich schlecht arbeiten. Und dann zeichne ich das gleich an. So, jetzt der ähnliche Prozess wie vorhin. Hier seht ihr, liegt das jetzt gut an. Komme ich ganz gut dran, kann das hier abzeichnen. Ja, so, und den Rest messe ich mir dann gleich zurecht. Das gleiche mache ich jetzt da unten auch nochmal. Beziehungsweise da, nee, ich werde es direkt unten messen, das macht keinen Sinn. Das messe ich von unten aus, übertrage mir jetzt hier nur den Rand, wo der Übergang ist quasi, und den Rest messe ich dann aus, übertrage das und mache dann mit der Stichsäge den Ausschnitt. So, für das Profil, um es auszumessen, einmal flott hier ermitteln, 7,5. Das habe ich jetzt schon übertragen auf die Platte. Also auch hier 7,5 anzeichnen und dann die ganze Linie runter, sodass ihr wisst, okay, hier unten auch 7,5, dass hier euer Profil verläuft. Das gleiche ist sinnvoll hier auch nochmal zu machen. Achtung, wenn ihr hier was anderes noch anschließt, ne, mit einer Funktion, dass man sich von unten mit dem Po mit Wasser abspülen möchte, dann muss man hier ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten hier das Profil auch nochmal auswählen und das hier unten ausmessen und auch übertragen. Mache ich jetzt auch nochmal. Hier haben wir 17,5 von unten, 17,5. Die übertrage ich mir auch hier hin. Und zeichne mir hier dann auch 17,5 an. Das heißt, schwuppdiwupp, 17,5. Und das übertrage ich jetzt auf die Breite, die ich hier auch habe. Angezeichnet habe ich jetzt wie folgt. Hier einmal die Linie für die Schrauben nachher. Dann das untere Profil auch nochmal für die Schrauben. Links für die Schrauben und hier nochmal zwei Schrauben, die dann in dem Bereich hier verankert sind. Und zwei in dem Bereich. Außerdem dann die Anschlüsse für den Spülkasten und für das Abflussrohr habe ich jetzt übertragen, ausgemessen, gemittelt und dann letztlich werde ich das jetzt mit der Stichsäge aussägen. Also erst einmal wieder durchbohren und dann mit der Stichsäge durch. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Messergebnis. Also hier sieht man das mal, das passt jetzt drauf hier und ich habe meine Markierungen vorne. Das heißt, ich kann jetzt diese Platte dran schrauben und alles ist schick. Ich werde jetzt aber auch erstmal noch die Platte hier oben drüber ermitteln und ausmessen, dass es auch alles passt. Und dann mache ich das in einem Schwung fest. In meinem Fall hier, weil die Wände so unglaublich schief sind, habe ich hier zum Teil ja noch ein bisschen was ausgleichen müssen. Und ich werde jetzt auch hier an dieser Stelle noch so kleine Plättchen hinterarbeiten, damit ich die Platte beim Randschrauben nicht kaputt drücke, weil hier ist ein bisschen Luft hinter. Und das sollte nach Möglichkeit nicht sein, sonst macht das Ganze hier nachher eine Biege. Und das ist nicht nur nicht schön, das ist einfach, müsst ihr vermeiden. Das gibt sonst Schäden auf Dauer, wenn das federt da. Um den Gibberit-Unterspülkasten jetzt auch oben hier zu verkleiden für das Tastenfeld, für die Drückerplatte, so heißt es,
habe ich diesen Abstand ermittelt von 11,5 cm übertragen auf die Platte und dann den Abstand von hier oben bis zu der Platte sind 23,5 habe ich auch übertragen, dann den Randabstand bis zur Außenkante hier einmal auch übertragen und somit ermittelt, dass dieses Feld ausgesägt werden muss. Das mache ich jetzt unten und dann sollte das hier passen. Das passt jetzt hier direkt und so soll es dann aussehen. Jetzt kann ich hier oben mit den Platten ohne groß irgendwelche Ausschnitte zu machen weitermachen und die werde ich jetzt aber erstmal befestigen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, um deinen Unterputzspülkasten zu installieren und falls dich solche Themen generell interessieren, dann lass mir gerne ein Abo hier und einen Daumen. Ich habe das Material übrigens alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, also wenn dir da was fehlt, wenn du da was suchst, dann schau dich da gerne um. Ansonsten schau dir auch gerne meine anderen Videos zu diesem Thema an. Ich wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen bei deinem Projekt.